Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal mit den schönsten Menschen. Freunde, ich freue mich sehr. Wir catchen ein bisschen ab bei Seven Worlds Wild. Wir hinken ja ein bisschen zurück, aber das wird sich diese Woche ändern. Wir werden diese Woche auf jeden Fall durch sein mit Seven Worlds Wild und dem Behind-the-Scenes-Material. Die Interviews werden wir uns natürlich auch noch zusammen ansehen. Ich freue mich sehr drauf. Folge 14. Ich komme heim, heißt die. Und ja, holt euch was zu essen, was zu trinken. Macht euch gemütlich. Macht die Folge sonst nebenbei jetzt an beim Zocken, beim Lernen, beim Chillen, was auch immer. Beim Aufräumen lasse ich immer gerne lange Videos laufen oder beim Kochen. Ja, habt einen wunderschönen Tag heute, eine wunderschöne Zeit und wir schauen rein. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich wurde noch nicht gespoilert von irgendwas. Da hatten auch einige Angst, weil ich jetzt ein bisschen zurückhänge. Aber weder in den Kommentaren auf Instagram oder, gut, meinen Freunden habe ich es gesagt, sagt mir nichts darüber, ich habe es noch nicht gesehen. Aber auch so wurde ich noch nicht gespoilert irgendwo, was ich gut finde und was es für mich jetzt auf jeden Fall noch spannend hält. Nova ist raus und letzte Folge ist Sabrina rausgekommen und ich bin sehr, sehr gespannt. Ansonsten sind noch alle drin. Let's go. Tag 6, 17.20 Uhr. Wir gehen zu Joris am Start. Das ist es. Ich hoffe, Lidl bringt wieder dieses Dosen-Bananenbier raus. Das richtig widerliche. Das würde ich jetzt gerne genießen. So richtig schön. Was ist denn Bananenbier? Schön kalt. Bombe. Bananenbier? Leckeres Bananenweizen. Okay. Ein Traum. Ich habe mich dazu entschlossen, mich nochmal hinzulegen. Ich und möchte Feuer heute zu machen. Abend ja meine Nachtwanderung endlich machen. Auf der Suche nach Geißelspinnen, Wanderspinne und Skorpion. Ja, leider ist meine Wanderroute sehr beschränkt. Das wisst ihr ja bereits. Und aktuell haben wir wieder Flut. Die Flut ist glücklicherweise nicht ganz stark wie gestern. Das heißt, ich kann wahrscheinlich heute erstmals halbwegs beruhigt schlafen gehen. Ich warte jetzt die Nacht ab und dann kann ich endlich meine Nachtwanderung machen. Die Schuhe sind schon trocken. Ja, geil. Geil. Es sieht halt wirklich krass. Unglaublich. Sieht echt dreckig aus. Beschissen aus. Ja. Die Wellen kommen jetzt mittlerweile bis hierhin. Und weil mir langweilig ist, werde ich mich jetzt aufmachen in den Dschungel. Genau. Also Tageswanderung. Ich weiß noch nicht, wie ich genau reinstarte. Machen wir keine Tageswanderung. Hier, dort hinten war ein Pfad. Also Pfad. Naja, ich denke, ich mache mir jetzt mal auf den Weg. In dem Sinne starten wir einfach mal rein. Ich habe meine Stirnlampe dabei. Ich habe meine zweite GoPro dabei. Und im Hintergrund muss ich jetzt halt einfach hoffen, dass da nichts einstürzt. Aber danke. Das wird schon, ne? Es hat sich so ein bisschen so angefühlt, als ob er uns gerade so ein bisschen gestreichelt hat. Das fand ich angenehm. Wird schon. Gut. Ich stehe jetzt am Wasserfall. Das Wasser ist richtig dreckig. Ich habe bisher noch nichts Interessantes gefunden, ein Viechzeug. Das stört mich. Ich will unbedingt eine Geißelspinne finden. Mein absolutes Lieblingstier. Ja, das ist meine Mission. Für diese Mission muss ich aber wahrscheinlich Steinchen drehen und dort hinten... Steinchen drehen? Wie süß! Steinchen drehen! Einige Steinchen, die mir gut aussehen, denn Geißelspinnen lieben feuchte Bereiche mit wenig Luftzirkulation. Hm. Insbesondere nun mal in den Tropen. Ich habe also gute Chancen. Hier sind prinzipiell zwei Arten beschrieben. Eine in der Gattung Paraphrynus und eine Phrynus-Art. Ich habe vor, mindestens eine zu finden. Okay. Oh shit. Dieser Stein sieht mir sehr gut aus. Wir haben geile Mucke. Nichts, oder zumindest nicht an der Stelle. Runter auch nicht. Nee, okay, sorry, ich dachte, ich habe was gesehen. Oh, warte mal, dieses Totholz. Oh. Ja, also der Spot hier ist insgesamt sehr vielversprechend, um irgendwas Spannendes zu finden. Wir haben gerade eine neue Bear Grylls-Folge übrigens. Wir haben einen Skorpion gehabt und hier ist eine Krabbe. Ja, nicht das, was ich gesucht habe. Cooler Content gerade, übrigens. Also ehrlich, aber cooler Content. Genauso gut erschreckt. So. Suchen wir einmal weiter. Scorpion, where are you? Nicht hier. Nee. Dieser Stein ist sehr groß. Der könnte valide sein, wenn ich den umgedreht bekomme. Nee. Hier drunter. Nee, aber übrigens genauso sucht man Insekten und Spinnen aller Art. Krass. Einfach Steinchen umdrehen.
Man muss wissen. Ich finde es so süß, dass er Steinchen sagt. Das macht es nochmal viel besser irgendwie gerade für mich. Welche man umdreht? Ist aber echt interessant gerade, finde ich. Bei manchen ist die Wahrscheinlichkeit höher, bei manchen geringer. Bei dem zum Beispiel relativ hoch, würde ich behaupten. Aber selbst wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist, heißt es nicht, dass in diesem Moment was drunter ist. Oh, was ist das? Was ist das denn? Habt ihr es gesehen? Was war das? Da war ein Skorpion. Oh. Oh shit. Oh shit. Ich glaube, man hat es gesehen. Das war ein Skorpion? Einfach ein Skorpion. Können wir ein Replay haben? Okay, ich hab was Geiles. Geil, geil, geil. Was? Ich mag Insekten und so eigentlich gar nicht, ne? Merkt man das? Wir haben, ist die Haut einer Geißelspinne. Cool. Einer Paraphrynus. Erkenne ich daran, dass die hier zwei Stacheln zwischen den zwei großen Stacheln hat. So unterscheidet man in aller Regel Phrynus und Paraphrynus. Der hat vier Stacheln, der Mann. Und wo eine frische Haut, die ist nämlich mindestens, also maximal 2-3 Tage alt. Digga, er kennt sich so aus, ne? Dafür habe ich Respekt. Haut, da auch eine frische Geißenspinne drunter. Dafür habe ich Respekt. Cool, muss ich nur noch finden. Könnten jetzt überall sein. Leider sind die nicht sonderlich groß. Die häuten sich immer hängend. Deswegen lag die Haut gerade auf dem Boden. Lol. Ja, wo soll die Haut sonst hängen, wenn nicht auf dem Boden? Die wird ja wohl nicht fliegen, die Haut, ne? Wir suchen mal weiter. Wir sind ja erst seit 20 Minuten unterwegs. Ich wollte gerade sagen, wir sind ja erst seit 6 Tagen hier auf der Insel. Suchen wir mal weiter. Ich hatte gerade meine erste Geißelspinne und habe sie samt Stein hochgehoben. Aber der Fluchtinstinkt der Tiere hier ist wirklich krass. Normalerweise bleiben sie eine gewisse Zeit ruhig und checken erstmal, was geht denn gerade ab. Dieses Tier ist direkt geflüchtet und runtergesprungen. Dann hast du keine Chance mehr. Aber er hat seine Spinne gesehen, die er sehen wollte. Weil die sich sehr blitzartig und schnell bewegen. Hat sie gesehen. Aber das wäre die zweite Geißelspinne gewesen. Nee, die dritte Geißelspinne gewesen. Und wenn man die Hauten mitzählt, die dreieinhalbte. Wir suchen weiter. Dort unten zum Beispiel ist noch ein geiler Stein. Ja, mal schauen, vielleicht finden wir sie noch. Okay, die nächste Geißelspinne hat sich leider in dieses Loch verkrochen, okay, bevor ich sie für euch fangen konnte, um sie zu filmen. Es ist frustrierend. Ich bin jetzt seit einer Stunde unterwegs, ist nicht lange. Aber ich habe immer noch nichts vor die Kamera bekommen. Ich habe schon alles gesehen, was ich sehen wollte, außer der Bananenspinne, und das ist sehr unwahrscheinlich. Einfach eine Bananenspinne, auch süßer Name. Bananenspinnen gehören zu den wenigen Spinnen auf der Welt, von deren Biss auch für einen gesunden erwachsenen Menschen eine lebensbedrohende Gefahr ausgehen kann. Digga, sie sind vermutlich für die meisten tödlichen Giftunfälle durch Spinnen weltweit verantwortlich. Crazy, okay. Bananenspinne, sind das die, die manchmal bei Aldi in den Bananenkisten gefunden sind? Kennt ihr diese Stories, wo sie bei Aldi auf einmal so eine fette vogelspinnenartige Spinne halt in den Bananenkisten ist? Sind das Bananen? Heißen die deswegen Bananenspinnen? Ich möchte euch unbedingt eine Geißelspinne zeigen, weil die so tolle, faszinierende Tiere sind. Ich muss die nicht sehen, alles gut, Joris. Aber danke für deine Bemühungen. Ich habe gar kein Interesse daran. Ich mag Spinnen gar nicht. Geil, da unten sind noch ganz viele Steinchen, die alle gedreht werden wollen. Steinchen drehen ist echt süß. Sagt, was ihr wollt, aber Steinchen drehen hört sich sausüß an. So, Otto. Wir spielen wieder ION. Wir spielen wieder mal ION. Ist Otto nackt? Ich sage... Nee, er sitzt, glaube ich, so. Das wäre unangenehm. Ich sage nein. Der Mann hat sich nicht bis aufs Haupt entblößt. ION? Fragezeichen. Nein. Also Blitz und Donner ist hier nochmal eine ganz andere Nummer, weil halt richtig viele. Ich hoffe, jetzt kommt der nächste auch nochmal so nah. Der hat den Mudaga gescheppert. Irre. Oh, der Blitz war geil. Na, wird nicht so laut sein. Na, ist ein bisschen weg auch, okay. Eben war irre. Okay. Ah, jetzt auch noch. Gucken wir mal, ob wir einen nahen kriegen. Das ist schon geil, ich liebe Donnerblitz. Ich auch. Ganz, ganz toll. Immer zum Einschlafen. Regen, Donnerblitz, geil. Ah, wobei ION. Ich liebe eure gerade nochmal mit meinem alten Platz hier. Nee. Nee. Eine Buchse hat er an, eine kleine Unterbuchse. Macht keinen Sinn. Wenn die Flut kommt, die steigt ja immer weiter. Von Tag zu Tag ist sie mehr gestiegen. Nur um kurz hier trocken zu sein, Sachen zu trocknen.
Dafür ist das gar nicht so schlecht. Und ein bisschen Blitz und Donner zu genießen. Wir sind bei der Tageschallenge. Und was ist mein Plan? Mein Plan ist, eine Bambusreibe zu nehmen. Das also Knossi Thema kann, ist, Knossi kann keiner toppen. Pitchnass. Egal wo man ist, es ist pitchnass. So, ob das hiermit so gut klappt, I don't know. Ich weiß nicht, woran es liegt. Bei Otto ist der Sound immer so doppelt crispy, clean und gut. Tatsächlich habe ich das nicht wirklich mal getestet, nur ein paar Videos gesehen. Ziel ist da Bambus, nämlich irgendwelche Quarze und sowas, was ich drin hat. Also nicht einfach nur Holz ist, deswegen gibt das sehr gute Reibungshitze. Wenn okay. Stein an Stein reibt quasi. Also selbe Taktik. Da gibt es mehrere Varianten. Ich probiere die eine mal aus, schrabben. Schnell die Messpistole, bupp, so gucken, wie heiß es wird. Mal gucken, was wir reichen. Selbe Taktik wie Joris dann, okay. Das ist auch schon warm. Okay, ja. 35. Immerhin. Ja, besser als nichts. Eben hatte ich aber schon tatsächlich Rauch. Mein Finger wäre schon abgewesen, dreimal da. Was hatte Joris? Joris Topwert war in meinem Kopf 76, oder? Irre ich mich? Oder war es sogar bei 90? Nee. Ich glaube, sein Topwert war 76, kann es sein? Macher. Okay. Aber Otto will die 100, sag ich. Der Mann will die 100 haben. Alter Schwede. Hardcore anstrengend natürlich, ne? 91 Grad, okay. Das heißt, wer ist jetzt besser? Besser ist, glaube ich, nur der, der es bis jetzt schafft, Feuer anzukriegen. Mhm. Wir probieren gleich nochmal. Bauen das ein bisschen um. Der Bambus ist halt einfach pitchnass. Wenn es jetzt mal aufklaren würde, die Sonne richtig brutzeln, dann würde ich mir zutrauen, damit sogar ein Feuer anzukriegen. Das wäre natürlich geisteskrank. Ich weiß nicht, was man das tut dermaßen weh. Das sieht auch super schmerzhaft aus. Super schmerzhaft. Ach, hier eine richtig offene Wunde, die suppt. Boah. Dann irgendwas Falsches angekommen. Wahrscheinlich hier ist ein Baum des Todes. Ja. So, kurz Pause, aufschreiben, weiter geht die wilde Fahrt. Ich sag, er schafft. Otto schafft dreistellig. Er schafft 100. Das traue ich dem Mann zu. Ja. Was ist los? Mann, es hat doch gerade geraucht. Dann hat es den Bambus zerlegt. Okay, schwierig. Ich würde es ihm so gönnen. 88 waren es? 82. Okay. Ich glaube, die 91 waren schon ganz gut. 91 waren ehrlich gut, ja. Okay. Oh, 22,5. 22,5. Das ist Jod. So. Meine persönliche Mitlieblingsstelle. Jürgen, der Mann sieht immer noch so aus, als ob er da einfach Urlaub macht und gerade angeln war, sich ein Fischbrötchen gönnt. Guck mal, wie glücklich ein Mensch aussehen kann. Ich hab das noch nie gesehen. Weil? Krass. Es ja einfach runtergeht. Wupp. Ich hoffe, dass das alles noch ein bisschen hält da unten. Also, wäre auf jeden Fall ganz schön. Zumindest mal ein bisschen wieder abgereist von hier. Junge, er könnte auch mit einem Tritt sterben einfach, ne? Also, und weg damit. No fucks given bei ihm. Das wäre schlecht. Schau mal, wie viel Holz da rumschwimmt. Es ist, also ich muss ja sagen, das ist wunderschön, oder? Wie dicht bewachsen, saftig grün. Ich liebe es. Sieht echt geil aus. Da. Direkt lost. Direkt einfach wieder lost mega. Für den bekommen. Mega, mega, mega. Jetzt an meinem Ausguck angekommen. Mal gucken, ob wir das hier so ein bisschen verteuen. Das muss verknotet sein, würde Fritz auch sagen, ne? Muss ja nicht viel, hält er eh zusammen. So, ich mache immer noch Gedanken,
Welche blöde Pflanze war das, wo ich die Verbrennung her hatte? Ja, einfach mal jede Pflanze nochmal anfassen, ne? Und nochmal gucken, was passiert. Sehen natürlich fast alle gleich aus für ja. Den ungebildeten Durchschnitts-Otto. So, Schnürung 1, ready. So, ob man hier oben drüber wirklich was bauen soll, ich frage mich ja, was soll denn passieren? Bisschen Regen, jo, juckt dann regnet es halt ein bisschen. Otto juckt gar nichts mehr. Richtig viel Regen, ja, dann gehe ich unten in die Höhle. Guck, der Mann hat keine Probleme unten mehr. Unten in der Höhle, oder wenn gerade Hochwasser ist, dann ist das halt so. Da mache ich mir jetzt mal gerade gar keinen Kopf drum. Der ist ganz entspannt, der Mann hat gerade... Aber wo ich mir tatsächlich ein bisschen den Kopf drum mache... Ist die Wunde unten, ne, oder? Ist tatsächlich diese Stelle, die brennt ja. Ganz schön. Das glaube ich, die sieht auch richtig unangenehm aus. Die sieht wie so eine Verbrennung aus. Gehörig. Die sieht aus wie eine Narbe fast schon, wisst ihr? Wie so eine fette Narbe. Mich würde interessieren, das werden wir ja sehen, I guess, ob da was Bleibendes geblieben ist quasi und was es im Endeffekt war. Ist so richtig da weggeätzt. Wir wissen ja nur, dass es so ein Wolfsmilchgewächs war. Vorher. Wir wissen aber nicht welches. Das war schon mal meine Grundbefürchtung, dass auf einmal alles hier rot und faulendes Fleisch da hängt, aber nee. Nee. Passt wohl. Gut. So, und jetzt. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Der Mann sieht immer frisch geduscht, frisch geleckt sieht er aus. Frisch noch eingecremt, noch schön, bam, bam. Das ist unfair. Jetzt wollte ich einmal zeigen, ja. Wie es jetzt bei mir aussieht, wenn man hier in meinem Lager liegt und rausguckt. Zeig ja den Aal. Das ist schon Gänsehaut, ne? Das ist schon geil. Ein bisschen zu dicht hier vor der Nase. Direkt hier vorne runter. Aber ist schon wunderschön. Super, also so super schön. 10, 12 Meter. Ist das nicht mega? Wunderschön. Mir gefällt es richtig gut. Und jetzt schaut mal von meinem Platz einfach mal oben. Ich werde ja gar kein Schild darüber hauen, weil das so schön ist. Boah. Mit Blick in die Baumkronen. Digga, ich wäre so gerne da für so ein paar Stunden. Ich weiß nicht, was erkennt, da fliegen die ganzen Adler. Für so 2 Stunden wäre ich gerne da. Mit so einem Pina Colada. Einfach mega schön. Ich werde hier gar kein Schild darüber bauen, um einfach nach oben schauen zu können. Otto fokussiert sich immer auf die guten Vielleicht Sachen. Nieselregen sollte ausreichen. Wenn immer nicht, auf die guten Sachen gucken. Das ist nur Regen. Das lernt man bei ihm voll, finde ich. Oh, wir gehen zu Knossi, Junge. Oh, ich freue mich so auf Knossi, ne? Ich freue mich so auf den Content mit Knossi hier. Boah. Ich habe so vermisst, ihn zu gucken. Hey, und da bist du drin mit der Wunde. Boah, die sieht aber auch echt scheiße aus, die Wunde. Oh. Sag mal ehrlich. Sieht aus wie ein großes Loch. Oh, ernsthaft. Hat er einen Stock drin gesteckt. Und dick ist er auch. Ja. Das lasse ich gleich behandeln. Und dann bitte Zahnarzt. Ja. Oder eine ja. Schöne Paracetamol 1500. Auf so, einen leeren Magen, Junge. Mach mich mal einmal frei. Damit ich mal meine Ruhe habe. Challenge habe ich gemacht. Ja, sehr gut gemacht sogar. Die wird Knossi gewinnen. Hab mich besonders stolz gemacht. Ja. Ich hab's richtig gemacht, also ich wüsste nicht. Ja. Die höchste Temperatur und die niedrigste Temperatur. Hab beides von Max abgelesen. Hat er beides sehr gut ist gemacht. Ist ja eher schlecht für mich, dass ich das bei der niedrigsten ablese. Also, da bin ich ganz sicher, dass ich es richtig gemacht habe. Ja, hat er. Aber es hat mich trotzdem verunsichert. Weil es für ihn aber so einfach war diesmal, glaube ich. Die höchste Temperatur hier auf der Insel. Nee, aber und sehr das gut gemacht. Und das auf jeden Fall. Ja. Also da soll mir mal einer in die Wertung reinfuschen. Aber dann scheppert's auch. Wieder was Neues, was mir die Post angespült hat. Was sehen wir? Einen schönen Sack. Oh, ein Säckchen. Jetzt bin ich hier drauf. Schön. Richtig toll. Macht mir richtig Freude. Problem sind nur die Mücken und die Sandfliegen. Ja, ja. Die stechen mich überall rein. Ja, aber was willst du machen?
Ist halt so. Bist untenrum frei, wenn alles nass ist. Und Knossi ist noch der, der am wenigsten anhat immer, ne? Mein Lager. Auf der einen Seite werde ich krass daran zurückdenken. Auf der anderen Seite werde ich das nie vermissen da. Also ganz sicher. Wenn ich was vermisse, dann das. The View. Das ist crazy. Aber jetzt sei doch mal ehrlich, das ist doch nicht mehr normal. Das ist echt schade. Also was da immer alles angespült kommt, ist einfach. Ja. Bei dem Holz und Kokosnüsse, ja, aber dass da immer Müll dabei ist, das ist so eine Schande. Ey, ich schäme mich da richtig für die Menschen, wirklich. Ich schäme mich da. Das glaube ich echt, dass man da so... Also mir hat das einiges gezeigt. Ja. Das glaube ich. Es ist doch nicht so schwer, einfach Sachen in den Mülleimer zu schmeißen. Und ich verstehe das ja, wenn das irgendwie, keine Ahnung, aus Versehen irgendwo ins Wasser fällt. Ich glaube nicht, dass jemand absichtlich Schuhe wegschmeißt, aber... Doch. Dieser ganze andere Plastikmüll... Ey, da muss sich was ändern, wirklich, auf überall, egal wo ihr herkommt. Ey, nehmt einfach euren Müll und schmeißt ihn doch in einen Mülleimer. Auch wenn er gerade nicht da ist, der Mülleimer. Ihr habt ja auch die Sachen da mitgenommen, kann man sie da auch wieder einfach zurücknehmen. Oh, man merkt echt, der Knossi wirkt auch so ein bisschen sentimental so. Und das hat mir echt, das jeden Tag anzuschauen, jeden Tag. Da denkt man halt mehr drüber nach, ne? Quasi. Das fand ich ganz furchtbar. Das glaube ich ihm. Echt furchtbar. Lasst uns doch alle gemeinsam da gucken, dass jeder, der das hier sieht, einfach anfängt, einfach seine Sachen im Mülleimer zu schmeißen. Ich glaube, dann wäre schon viel geholfen. Das geht ihm echt nah so ein bisschen, ne? Finde ich aber gut. Danke. Man sieht, ihr müsst euch vorstellen, ich bin 7 Tage hier auf einer Insel. Ich sehe das jeden Tag. Ich sehe jeden Tag, was hier angespült kommt und es ist einfach abartig. Alles abartig, wirklich. Ich frage mich, wie Kühlschrankteile es ins Wasser schaffen können. Das ist wirklich absurd teilweise. Wirklich absurd. Auch der Drucker bei Nova. Die Sandmücken. Ich bin komplett verstochen, überall mit Sandmücken. Das ist so viel, holy überall. Shit. Ich kann jetzt auch nicht mehr im Dreck sein. Ich kann nicht mehr. Es geht nicht mehr. Es muss jetzt hier ein Ende haben. Ich kann mir noch gar nicht vorstellen, wie es ist, mich zu waschen, mich zu duschen. Weil das muss so schön sein. Das wird wahrscheinlich das beste Gefühl sein. Wenn ich meine Kopfhaut, kommt da einfach Sand raus. Oder was? Boah, ja. Eine Woche nicht geduscht. Nur einmal Stuhlgang, aber 50 Mal urinieren. Mm. Keine Zähne putzen. Boah. Keine Mundhygiene. Keine Hygiene überhaupt. Keine Fingernägel schneiden. Keine rasieren. Kein gar nichts. Ich finde schön, wie Knossi diese Aspekte mal so aufzählt irgendwie. Das muss jetzt langsam ein Ende haben. Darum rauche ich mir jetzt schon kommen. Ich kann eh nicht runter. Sonne scheint nicht. Ich breche die letzte Kippe an, ja? Ja? Leute, die allerletzte Kippe. Guck mal, ich habe das jetzt anders umgerüstet. In meinem Überlebensset, wo die Kippen drin waren, ist jetzt mein toller Zunder. Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist. Bambu. Ich weiß nicht, ob das so rübergekommen ist. Wenn Fritz das sieht, wird Fritz schon wieder sagen, oh. Fritz wird Auge machen. Das war echt ein tolles Video, Sascha. Das war echt ein gutes Hilfsmittel, muss man ehrlich sagen. Und die letzte Kippe ist im SD-Case. Ach so, ich werde die Kippe nur zur Hälfte rauchen. Running Gag mittlerweile. Cut 2 Minuten später. Komm, ich mach ganz. Am letzten Tag die andere Hälfte. Ganz. Irgendwann am Tag. Ich mach egal. Ganz. Völlig egal. Und heute seid ihr mal nicht mit dabei. Jetzt ist nur noch gestört. Passt auf. Was ist los? Nur noch krank. Was ist denn los jetzt? Kommt das Wasser so hoch? Fummel. Krass, okay, ja. Was ist denn da los? Kommt schon gut hoch. So, jetzt muss ich mal was loswerden. Ich reg mich wirklich auf. Irgendwas ist hier umprogrammiert.
So lange ist das Wasser nie auf Flut. Das kann nicht sein. Und ich habe den ganzen Tag über schon irgendwie so ein Gefühl, dass sich hier was verstellt hat. Halbe Truman Show einfach. Da hat sich was verstellt. Entweder kommen wir in eine andere Jahreszeit jetzt rein seit heute. Irgendwas, irgendein Magnet läuft anders. Und es regt mich auf, weil ich habe meinen Rhythmus jetzt auf der Insel. Ich habe mich jetzt eingefunden. Das gibt's doch nicht. Ich kann gar nicht mehr runter. Ja, jetzt dann auch noch keine Sonne? Oh, ich bete so, dass morgen und übermorgen gutes Wetter ist. Dass der Abschluss hier einfach grandios wird von den Bildern her. Auch das wäre schön. Anderen. Das wäre geil. Meine Bilder sind nicht besonders, aber die anderen machen bestimmt krasses Zeug. Das wäre einfach geil. Bitte, lieber Gott, gutes Wetter. Morgen und übermorgen. Es wäre so wichtig. Es wäre so wichtig. Ach Mann, ich hab's voll vermisst, das mit euch zu gucken. Ich merk's gerade wieder. So, es ist so schön. Update mal wieder. Ich lag natürlich jetzt nicht die ganze Zeit rum, sondern habe mehrere Schnüre, Taue auseinandergefriemelt, um Bauschnüre herzustellen. Mhm. Für eventuelle Projekte. Bauprojekte, noch. Genau. Für, ja. Und Digga, Fritz macht das auch verkaufsfertig. Das kannst du so in Laden stellen. Das kannst du so bei Kick reinstellen, die alle kaufen das. Ist natürlich viel zu viel. Aber es ist ein bisschen Beschäftigungstherapie. Safe. Und es kostet nicht so viel körperliche Anstrengung. Muss ich mit dem Kopf konzentrieren, das ist gut, damit man was zu tun hat. Aber ich merke ja, dass ich körperlich nicht auf der Höhe bin. Deswegen eher so ein kleines Projekt zur Herstellung ein paar Schnüre. Ich beobachte auf jeden Fall hier schon die ganze Zeit wieder die Flut. Und was krass ist, ich war ja die ersten 3 Tage auf der anderen Seite und da ist wirklich nichts mehr, rein gar nichts mehr. Ähnlich wie bei Knossi. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennt, die Wellen da hinten, das ist übel krass, die knallen da 2-3 Meter hoch an die Steilklippe, da ist kein Fleckchen mehr. Mein Shelter, mein Lagerplatz, den ich da drüben hatte, der wäre futsch, damit wäre ich komplett unter Wasser. Also die absolut richtige Entscheidung, da auch in der Nacht 100%, umzuziehen 100%, und dann in der nächtlichen Aktion das Lager hier aufzubauen. Sonst wäre ich da drüben komplett abgesoffen. Ja, jetzt haben wir Schnüre, jetzt müssen wir noch überlegen, was wir damit Schönes machen. Ah. So, zum Thema Tageschallenge werde ich heute natürlich leider komplett reinscheißen, weil die Sonne nicht da war und ja. Ja. Was soll ich machen, ne? Kann er nichts machen, er kann das, diese Reibe machen alles halt. Alles komplett klitschnass, also. Aber. Ja. Von daher, ich hatte vorhin 24,5 Grad als Tiefstemperatur und nehme jetzt einfach Smart, Körpertemperatur 32,5. Smart, aber Körpertemperatur zu nehmen dann immerhin. Das logge ich jetzt erstmal so ein, 24,5, 32,5. Kann ich mir das merken? Es ist ja noch kein Sonnenuntergang, aber ich habe nur noch eine Stunde und ja. Also ungefähr, man sieht die Sonne so ganz leicht durch die Wolken dadurch. Ich denke mal, in einer Stunde wird es dunkel sein. 24,5, 32,5. Das ist wirklich, also damit mache ich den letzten Platz mit der Messung, sage ich euch, wie es ist. Mm. Actually, einmal actually. Irgendwie kurz eine Flamme mit einem Feuerstahl an oder irgendwas. Aber dieses Reiben. Oder wenn du ein Bowdrill-Set hast, nochmal ja, anreiben. Irgendwie sowas. Zack. Aber bei der Feuchtigkeit keine Chance. Schwierig, ja. Ich denke, damit mache ich den letzten Platz bei der Challenge. Aber gut, ich habe trotzdem versucht, alles zu geben und den Umständen entsprechend zu handeln. Sorry. Was ist los? 23,7. Na, da haben wir einen neuesten Tiefstwert. Macher. Noch ist die Sonne nicht weg. 23,7 und 32,5. Jede Kommastelle zählt. Der Schlüpper hier über dem Kopf ist übrigens gegen die Moskitos. Den lasse ich so runterhängen, so, dass nur noch die Nase rausguckt, dann kriege ich Luft. Aber ich wollte noch mal was anderes sagen, weil das damals auch oft gefragt worden ist, auf was ich mich essenstechnisch am meisten freue, wenn ich zurück bin. Oh ja, das ist cool! Fritz, cooler Content. Auf was? Auf was freust du dich? Und wir werden das Thema einmal ganz kurz aufmachen. Ich halte mich kurz. Und ja. Zwar bei meinem Lieferdienst, ja. Dessen Namen ich nicht nennen werde, das Vertrauen, weil nachher aber. Bestellen da plötzlich alle und ich kriege nichts mehr. Aber es wird geben. Eine Portion normale Pommes. Okay. Eine Portion Süßkartoffelpommes. Okay, können, wenn sie gut sind, sehr geil.
Dazu einmal Mayo. Ja, dazu Mayo. Dazu einmal Ketchup. Ja. Und ein Halloumi-Burger mit so einer supergeilen Soße. Geil. Das ist das Ding, essenstechnisch, geil, wo ich geil. Mich am meisten drauf... Mayo, Pommes, Ketchup, oh, mehr brauchst du im Leben eigentlich nicht. Freue. Ja. Oh, ich sehe es wirklich vor mir. Ich klapp's auf. Der Duft. Wird eingespitzelt. Boah. Pommes, Vorspeise, ganz klar. Ja, ja, 100%. Und dann gibt's den schönen Burger. Und den dann lege ich mich zurück. Und dann einschlafen. Durch. Ah, unglücklich. Geil. Das hört sich, da habe ich jetzt sogar Bock drauf. Boah. Da habe ich sogar meinen Mund voll bekommen. Warum gehen wir nicht zu Sascha? Was ist los? Warum gehen wir erst zu Joris und dann zu Sascha? Was ist mit Sascha los? Können wir darüber kurz reden? Achso, weil Joris noch auf einer spannenden Entdeckungstour ist. Okay, sorry. Eine. Hatte sie. Eine wunderschöne Geißelspinne. Lass die armen Tiere doch in Ruhe. Die haben dir nichts getan, Joris. So, du kommst mir nicht mehr weg. So, hab sie. Hast du sie verloren gerade? Die lassen sich einfach fallen, diese Mistviecher. Ja, als ob die keinen Bock haben, von einem 8 Meter Riesen hochgehoben zu werden. Komisch. Okay, jetzt habe ich dich aber. Bringen Sie mal gerade kurz ins Licht. Oha. Wie sie gleich besser sehen kann. Okay, hier haben wir sie. Oh, mag ich nicht. Ich mag keine Spinnen. Ein wunderschönes Exemplar. Die hat ja so lange Fühler. Mein absolutes Lieblingstier. Ich bin happy. Oh, weg vom Gesicht. Ey, es tut mir leid, ich mag einfach solche Tiere nicht. Ich brauche die nicht so nah an mir. Eine für euch zu fangen. Sind im Übrigen absolut ungefährlich. Die haben so zwei kleine, sieht man auf der Kamera gar nicht, doch. Dieses angewinkelte. Ja, das mag ich nicht. Was ist das? Fühler. Geißel nennt man die. Das sind so eine Art Blindenstöcke. Denn diese Spinnen sind vollkommen blind. Oh, okay, das ist ein bisschen süß. Sie können nur den Unterschied zwischen Tag und Nacht wahrnehmen. Das ist ein bisschen deswegen süß. Sie ist wahrscheinlich gerade dabei gewesen, rauszugehen. Das Tier hier ist noch nicht ganz ausgewachsen. Das ist so subadult. Ja, müsste vom Körperbau her ein Weibchen sein. Ist ein bisschen süß, dass die blind sind. Sind schon im subadulten Stadium in der Lage dazu, Babys zu produzieren. Unglaublich schöne Tiere. Kommen, wie gesagt, in tropischen Gefilden vor, besonders da, wo viel Wasser unterwegs ist. Also dort, dort fühlen sie sich wie zu Hause und die gibt es in allen Größen. Tatsächlich sind Geißelspinnen mit die größten Spinnentieren. Es gibt, glaube ich, 200 Arten, wenn ich mich nicht irre. Krass. Ja, sehr schönes Tier, unglaublich geiler Fund. Okay. Sowas macht mich glücklich. Genau deswegen bin ich losgezogen. Wir haben einen Skorpion gesehen, zumindest mal ganz kurz, für eine Millisekunde hoffe ich doch. Und wir haben... eine Geißelspinne gesehen. Okay, aber cooler Content von genau Joris. Genau die beiden Tiere, die ich hier erwartet habe und die beiden Tiere, die ich gefunden habe. Sehr cooler Content von Joris, diese Folge. Schön. Die sind so anmutig, so grazil, dabei so ungefährlich und intelligent. Geißelspinnen können tatsächlich ihre Umgebung in so einer Art 3D-Map grafisch einspeichern. Das ist im Tierreich, soviel ich weiß, bei Wirbellosen, was ziemlich beeindruckend ist. Okay. Genial, ich liebe sie. Coole Facts, sind die so Joris hier schöne, droppt. Tiere. Geil. Ich lasse sie mal zurück in den Wald. Idealerweise wieder ins Unterholz wie gerade eben. Und ja. Komm, geh. Jawohl. Und weg ist sie. Tschüss. Tschüss. War schön mit dir. Unglaublich schöne Tiere, ich liebe es. Und wenn man jetzt sie antippt, ja, dann ist sie blitzschnell weg. Krass. So. Damit habe ich, bis auf die Wanderspinne, alles gefunden, was ich hier suche. Wie viele Spinnen gibt es denn? Alles gefunden, was ich hier gesucht habe. Ich bin erschöpft. Ich muss mir jetzt erstmal ein bisschen hinsetzen, klarkommen, mich freuen, was es gerade überhaupt war. Und ja, war eine schöne kleine Abendbeschäftigung. Sobald es gleich dunkel wird, kann ich den Code Green rausschicken. Und sagen, dass mir alles, dass mir super geht. Oh, Schluck auf. Und anschließend lege ich mich schlafen. Ich werde schlafen wie ein Baby. Hoffe ich doch. Und heute war ein wunderschöner Tag. Ich sag's ganz ehrlich. So geil, ein Teil hiervon sein zu dürfen und an diesem geilen Projekt teilnehmen zu dürfen. Ich kann es auch nicht oft genug sagen, weil es einfach die Wahrheit ist. Man merkt, er freut sich echt. Ich genieße es noch, den Sonnenuntergang. Das finde ich schön, das freut mich. Ich bin dankbar für diesen geilen Tag. Die letzten Tage gingen viel zu schnell vorbei und hoffe, dass die nächsten Tage noch ein bisschen länger dauern. Es ist schön. Es ist einfach nur schön.
Mir kommt gerade echt die Tränen, das ist krass. Oh, ey, wie schön, ey, richtig schöne Joris-Folge, keine Ahnung. Richtig schöner Joris-Content diese Folge. No cap jetzt, actually. Ach man. Das hat mich gefreut. Okay, wir gehen zu Sascha. Bei Sascha bin ich gespannt, warum wurde er nicht gezeigt, was ist los? Eine Thermogun kaputt ist, oder ich sie kaputt gemacht habe, yeah. Wie auch immer. Weil ich jetzt ein bisschen Muscheln suchen. Für stimmt, dann verliert Fritz gar nicht. Ganz kurz, Freunde. Fritz verliert nicht. Sascha hat die Challenge verloren. Paulina, ja, hab drei gefunden. Auch wenn sie nicht die schönsten sind, ist nicht so einfach hier bei den Steinen. Darf man Muscheln nicht mitnehmen? Ah, ich hoffe, also, sie freut sich. Die darf man keine nicht mitnehmen, oder eigentlich? Ja, ich finde die ja. Ich weiß es nicht. Also sehen sehr schön aus, aber schöne ja. Idee. Ja. Sehr schöne Idee. Jetzt habe ich daraus noch eine Halskette gebastelt. Oh. Natürlich aus natürlichen Bindematerialien. Ja. Süß. Oh, irgendwie süß. Doch, oder? Richtig süße Folge heute. Richtig süße Folge. Ach, Freunde. Emotionale Folge auch. Jetzt wird schon sehr einsam. Das glaube ich. Ich habe mich jeden Tag einfach voll auf die Challenges fokussiert. Ja, auch heute wollte ich das tun. Aber ja, fällt aus. Aber mir fallen schon auch Dinge ein. Die Kokosnuss, die da hinten, die will ich unbedingt noch runterholen. Mir fällt schon was ein. Aber ja, man hat das manchmal nicht so die Energie, um Dinge anzugehen. Hm. Oder man kann einfach nicht mehr. Und von dem her einfach durchbeißen. Und so schnell kann es gehen. Hier, das nächste Loch in meinem Fuß. Wieso? Ja, wenn alles so aufgeweicht ist. Oh, shit! Steigst du einfach zack und wumm. Komplett durch meine Sohle, durch der gesamte Nagel. Oh mein Gott, das kann richtig böse enden, ne? So ein rostiger zack, Nagel. Steckst du drin. Naja, blutet auch schon. Das kann sehr richtig schön böse enden mit Infektion, etc. Was ist los? Das kann böse enden. Seht ihr da entlang die großen Steine? Ich hätte jetzt mal alle platziert. Einfach um das Ganze ein bisschen zu fixieren. Ob es was bringt? Keine Ahnung. Wahrscheinlich nur sehr wenig. Aber wenn es nur ein bisschen was bringt, ist ja schon gut. Der Mann wird weggespült. Der Mann wird noch weggespült. Der wird überflutet bei seinem Spot. Oh. Ah, die Steine, die ich hingelegt habe, sind auf alle Fälle schon wieder nass. Ja, ja. Weil das Wasser schon wieder wumm dagegen prescht. Da drüben geht es auch immer richtig zur Sache. Wumm. Der Mann wird weggespülter. Ich sag's wie es ist, ne? So ist nicht. Eine fette Welle von da drüben und die hier kommt. Gute Nacht. Und schon langsam neigt sich auch dieser Tag dem Ende zu. Heute war wieder einiges los von den gewitternden Stundenlangen da drüben. Stand ich nur da und sehr emotionale Vibes, sehr emotionale Gefühle kamen hoch. Ah, richtiger Real Talk war am Start. Ja, emotionale Folge heute. Dann einen Nagel in den Fuß gestochen. Dann eben die völlige Eskalation noch am Morgen. Das Teil funktioniert leider immer noch nicht. Ich habe schon öfter versucht. Wäre auch super für mich gewesen, um die Zeit einfach, damit die Zeit schneller vergeht, alles zu testen, probieren, hätte ich sehr gerne gemacht. Aber ja, mit Laser und so war eigentlich klar. Nichtsdestotrotz. Immer noch ereignisreich. Ich dachte mir, es kann doch nicht sein, dass jeden Tag was Neues passiert, aber ja, irgendwie geht's dann doch. Ich werde jetzt versuchen und hoffen, dass ich schlafen kann. Natürlich werde ich wieder stundenlang die Nacht wach sein, das Wasser beobachten, das jedes Mal dagegen prescht und ja, in der Hoffnung, dass da nichts zusammenbricht und ich nicht irgendwie stecken bleibe und ertrinke. Also wirklich, das ist so meine größte Sorge. Wir wollen es nicht beschreien, ja? Das Wasser ist unberechenbar, die See ist unberechenbar. Ja. Das ist mir bewusst und deswegen bin ich da lieber wach. Und aber ich habe es wieder geschafft, nicht aufzugeben. Trotz der vielen Verwundungen, Stiche, Schmerzen, Ängste. Und ich bin wieder sehr, sehr stolz auf mich. Zu Recht. Nur sagen, darf er auch sein. Für mich, muss er auch sein. Für mich bin ich schon weit über meine Grenzen hinausgegangen. Ja. Für mich bin ich schon mega, mega stolz. Ich habe auch immer wieder tagsüber immer noch Übelkeit, aber die ist nicht mehr so häufig.
wie die letzten Tage, wo ich wirklich fast durchgehend war und Schwindel. Ja. Das war echt krass bei Sascha. So der beißt sich auch wirklich durch. Auch nicht unterschätzen, weil der beißt sich wirklich durch. Und das ist halt schon heftig, wenn du ihr schlecht ist und du zitterst und du schwindelig und alles zusammen und dann nicht aufzugeben. Das glaube ich. Aber ich versuche an solchen Momenten auch nicht immer die Kamera zu zücken, weil ich will ja auch nicht immer jammern. Ich versuche einfach das Positive zu sehen, mental nicht aufzugeben. Aber mein Körper sagt mir schon längst, es ist Schluss. Hör auf. Boah. Morgen ist Tag 7, heute noch die Nacht. Die wird, wie gesagt, das ist für euch ein Klick oder eine neue Folge. Für mich ist es eine lange, lange Nacht. Boah, das war irgendwie ein cooler Satz. Für euch ist das ein Klick oder eine neue Folge. Und für mich ist es eine richtig lange Scheißnacht so. Voll, weiß nicht. Ich habe riesen Respekt vor Sascha gewonnen durch dieses Projekt auf jeden Fall. Und morgen geht's weiter. Tag 7. Und eins möchte ich auch noch loswerden. Das schwirrt mir schon den ganzen Tag bzw. die Tage durch den Kopf. Ich habe viel Zeit gehabt, über mein Leben nachzudenken. Sehr viel Zeit gehabt, über mein Leben nachzudenken. Und ich möchte einfach Danke sagen. Danke an euch. Ihr spielt dabei so eine große Rolle, dass ich mir das Leben so gestalten konnte, dass ich meine Leidenschaft zum Beruf machen konnte und mit Fitness jeden Tag euch motivieren, begeistern. Boah, voll schöner Moment gerade wieder. Inspirieren kann. Ja. Es ist eine unfassbare Ehre für mich, dass ihr mich so krass supportet, vor allem noch mit so einer Reichweite, dass ihr so viel Liebe austeilt. Es ist unvorstellbar. Ich wollte einfach Danke sagen. Boah, ich finde das voll schön, dass das auch mit reingeschnitten wurde. Dass ich durch euch meine Berufung gefunden habe und einen Beruf ausüben kann, der kein Beruf ist, sondern wie gesagt eine Berufung. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle an jeden Einzelnen von euch für die heftige Unterstützung auf YouTube, Instagram und so weiter. Ich weiß das wirklich sehr, sehr zu schätzen und die letzten Tage haben es mir nochmal wirklich klar gemacht. Vielen Dank. Oh, das war richtig ehrlich. Hat man voll gemerkt. Ich küsse eure Herzen. Wir sehen uns. Ey, Sascha, ich küsse auch dein Herz. Holy shit. Ey, ganz viel Respekt und ganz viel Liebe an Sascha. Hello again. It's me, Knossi. How are you, man? Eili. Ja, ganz komisch heute. Ich meine, die Sonne geht jetzt unter und die Flut ist immer noch da. Ich gehe ja immer im Dunkeln, will ich ins Bett gehen, obwohl mein Bett natürlich auch pitschnass ist. Habe ich auch das erste Mal jetzt so. Aber dann will ich mich ja immer noch mal am Bach unten, also Bach an der Regenrinne, mich sauber machen. Aber es ist immer noch Flut da. Ich habe gerade, ey, das ist mir auch noch überhaupt nicht passiert. Oder ist mir das schon passiert? An der Palme auf jeden Fall nicht. Ich habe mich hier draufgelegt. Und dann bin ich einfach vor lauter, ey, es ist mega hart. Aber dann bin ich einfach, tatsächlich, das war mein Kissen, eingepennt kurz. Oh, aber süß. Keine Ahnung. Süß. Lang kann es nicht gewesen sein, aber. Aber süß. Ich bin wirklich eingepennt. Ich habe versucht, im Himmel zu schauen, wo lang die Wolken ziehen. Oh. Um ein Resümee zu haben, irgendwie wie süß. Das Wetter wird, aber. Irgendwie süß. Hier bewegen sich die Wolken gar nicht. Es ist hier irgendwie so, habe ich gemerkt. Und so bin ich dann wieder hoch wie so ein. Ich finde Knossis Content voll süß heute. So, unter den Wolken sind noch mal Wolken. Und das sind die Grauen dann. Oh, wenn ich da rausgucke. Nicht dein Ernst. Ist nicht dein Ernst. Das sieht nicht gut aus. Holy shit. Bitte. Holy shit, das sieht nicht gut aus. Zieht das nach links? Wenn das hier hinzieht, werde ich heute gar nicht schlafen. Wenn es hier Gewitter gibt oder. Dann sitze ich hier die ganze Zeit wieder so. Dann wird auch mein Bett nicht trocken sein. Ich glaube, dann hänge ich die Hängematte ab. Ich glaube, dann hänge ich die Hängematte ab. Und pack die in den Sack. Dann ist sie nur ein bisschen nass, so wie sie jetzt ist. Krass, okay. Sehr schlau, Freiherr. Ja. Oder? Ja, ja, I don't know. Geht unter. Und ich habe von Sascha wieder nichts gehört, ne? Nee. Ach, ich freue mich so.
Sascha! Hier, unsere Frisur, Brüder. Wenn ihr das Making-of gesehen habt, haben wir uns im Hotel noch. Ah! Ja. Er bei mir, ich bei ihm. Ach, schön. Übermorgen sehen wir uns. Er weiß nicht, ob Sascha noch drin ist, weiß er nicht. Das ist natürlich schlau, dass die Hängematte einfach abhängen, wenn es regnet. Und dann hänge ich sie halt nachts wieder auf mit Stirnlampe. Ja, Macher. Ist schon smart eigentlich. Scheißegal. Ich weiß halt nur nicht, ob die Sachen in den Sack dürfen, so rein theoretisch. Einfach wieder zack, 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 packen. So. Oh, ich bin so dumm, ich mache mir echt Probleme, wo keine sind. Sascha! Sascha! Es ist Sonnenuntergang! Sascha, bist du deppert oder was? Das ist so schön heute, die Folge, ich weiß nicht. No fucking excuse! So eine emotionale Folge, oder? Weil die Energie kommt, muss ich mich sofort hinlegen. Voll schön. Berührt mich. 5 Kokosnüsse, 5 getrunken, 2 davon das Fleisch noch gegessen, eine 6. Kokosnuss wieder ausgekotzt, weil... Ja, die war verrottet. Ja. Das habe ich hier gegessen. Mehr war es nicht. Überleg mal. Vielleicht morgen noch eine. Und Resümee des Tages. Scheißwetter. Halben Tag Regen. Challenge hoffentlich sehr gut. Sehr gut Challenge, wenn ja. Wenn die anderen nicht auch so weit gedacht haben. Bester in der Challenge. Und wir sind wieder einen Schritt näher an Frau, Kind, Familie. Und das ist wichtig. Und an den Menschen, an den Kandidaten. Das Wiedersehen. Ich freue mich so auf das Wiedersehen, wenn ich alle weiß, sich wiedersehen. Hat meine Frau es gepackt, in den Flieger zu steigen? Die müssen ja jetzt im Flugzeug sitzen oder schon da sein, ich weiß es nicht. Hat die das gepackt? So Sorgen habe ich. Schafft die das? Ich sag gute Nacht. Gute Nacht, Knossi. Gute Nacht. Schlaf gut, mein Freund. Schlaf gut. Challenge gibt es eine Temperatur. Wir haben auf Platz 1 König Knossi. Bam. Fritz auf dem letzten Platz. Sascha hat seine Thermogun geschrottet. Kriegt 0 Punkte, logischerweise. Ja, geil. 7 Punkte für Knossi. Geil. Freut mich. Richtig cool, Mann. Otto. So, ich habe noch ein bisschen Upgrade gebaut. Ich sehe nichts leider. Das sieht man schon nicht, es ist ja gar nicht so dunkel. Ich kann nichts erkennen, sorry. So, da draußen tobt immer noch die Flut. Und ich habe hier so eine schwarze... Ah. Naja, nicht ah, ja, geil. Hat, sondern ein bisschen fester. So eine Matte. Diese ganz, ganz feste Teichfolie, so als ja. Wind- und Regenschutz hingebaut. Schlau, geil. Jetzt hole ich gerade schön meine Socken raus, denn es gibt ja nichts Schöneres als trockene und warme Füße am Abend. Das glaube ich wieder, ja. Die sind bei mir so ein Heiligtum, die Socken, muss man sagen, weil ich wirklich hingehe und die tagsüber eher bin ich barfuß unterwegs. Dann hat er abends schöne. Hier in diesen Flipflops, die ich da gefunden habe. Dann hat er abends schön warme Füßchen. Und habe die trockenen Socken immer schön bei mir geil. In der Brusttasche, dass sie nicht nass werden. Und habe einfach trockene Füße. Abends. Smart. Das gibt ihm auch viel Kraft, glaube ich so. Freut er sich drauf. In so feuchten Klimazonen. Dieser Windschutz ist super smart gewesen. Den finde ich gut. Bin ich Fan so. Von. Damit sage ich. So. Damit sage ich, gutes Nächte von Tag 6 auf Tag 7. Geil, wir sind fast am Ende. Nur noch eine Tageschallenge, nur noch 2 Nächte. Bam, Baby. Und dann ist das Ganze hier leider schon vorbei. Ich habe meinen kleinen Spot schon lieb gewonnen. Wenn ich hier länger wäre, würde ich erstmal ein Müllboard organisieren. Müllboard. Ja, ja, 100%. Und alles vom Müll reinigen. Aber ich habe mir schon so meine Plätzchen ausgesucht. Ist schon ein wunderbarer Ort. Euch allen da draußen eine tolle Nacht. Oh, wir bleiben bei Otto. So, Freunde, wir haben wieder mal mitten in der Nacht. Ich kann natürlich wieder nicht pennen, habe echt Schmerzen. Aber es ist nicht mehr lange. Und da habe ich mir gedacht, wisst ihr was? Wir gehen mal schön nachts zusammen in den Dschungel. Hä? Wollte ich eh machen. Das, was Joris auch heute machen will noch. Und dann machen wir es jetzt, genau jetzt. Lol. Ist ein bisschen blöd, ein bisschen ekelhaft, weil meine Schuhe noch voll nass sind von gestern Abend und meine schönen trockenen Socken jetzt ausziehen muss. Aber egal, ich will nachts in den Dschungel. Digga, Otto macht sich das so, Ganze noch nachts unterwegs. Schwieriger, als es sein muss. Ja, Brandung kann man nicht erkennen da unten.
Wir müssen aufpassen, sorry, einmal konzentrieren. Hier nicht abschmieren, denn da geht's schon runter. Einmal The Jungle at Night. Was ich jetzt ja gerne mal machen würde, ich würde jetzt gerne mal hinten gucken, ob wir in den Mangroven vielleicht, obwohl die Flut kommt gerade auch schon, oh, ein bisschen blöd, vielleicht Augen von der Krokodil sehen. Der Mann will echt ein Krokodil bekämpfen hier, glaube ich, das Gefühl. So, ich bin jetzt auch ein bisschen leise, weil wir jetzt hier ankommen, weil okay, bei den Mangroven. Den Job wäre ja schon mal mega, wenn wir ein Krokodil sehen könnten oder so. Wir müssen ruhig sein, Leute. Was ist denn das? Eine Frucht, wo ich mir überlege, was ist das? Sieht echt nicht essen, aus. Aber nicht essen. Aber dürfte recht hart sein, probiere ich es aber nicht. Besser ist es. Letzten Tag Magenverstimmung muss nicht sein. So, Freunde, ich glaube, man sieht einfach zu wenig. Ja, man sieht echt sehr wenig. Wenn wir uns hier im Dschungel gemeinsam fortbewegen in der Nacht, was natürlich ein bisschen blöd ist. Der geht echt einfach ganz in den Dschungel rein. Ich glaube, mitten in der Nacht. Nachts man hier so viel sehen könnte. Ich kann es halbwegs gut sehen mit der Lampe. Aber ich glaube, ihr leider nicht. Das ist mal krass, man hört nachts natürlich auch ganz andere Geräusche von Tieren. Safe, ja. Und die ganzen Insekten, die man tagsüber nicht hört. Manche geben echt irre Töne von sich. Ich guck mal so ein bisschen natürlich die Bäume ab. Gerade wenn es was Größeres ist, weil Schlangen natürlich auch nachts aktiv sind. Viele Schlangen. Nicht alle. Boah, ich dachte, er ist umgekippt oder so. Holy shit. Manche ausgerutscht. Laden sich ja tagsüber erst mit Hitze auf. Aber es gibt auch Nachtaktive. Meine Hoffnung ist ja immer, dass wir irgendwo mal ein paar leuchtende Augen sehen. Von irgendwas. Wenn es nur so ein Leguan ist oder so. Okay, Leguan wäre cool. Krokodil muss auch nicht sein, Otto, ne? Leguan, das ist okay. Ja, die pennen wahrscheinlich nachts. Wildschwein kann ja auch einfach kommen, aber Knossi ja in der Nacht. True. Ach, guck, hier ist er. Der schläft da. Seht ihr ihn? Nee. Hey, Kollege. Ach, doch, da. Ach, wie süß. Ach, wie süß. Wie süß, Junge. Süßfein, alles gut. Ich wollte dich nicht aufwecken. Entschuldigung. Oh nein, er das schläft. Das war richtig süß. Oh nein. Das war schon sehr süß. Okay, hat sich gelohnt. So wie er schläft. Hat sich gelohnt, er die Nachtwanderung. Hier hin und ja. Hat sich gelohnt. Also schade. Ich weiß, ihr könnt wahrscheinlich nicht viel sehen, weil die Stirnlampe echt, echt nicht so hell ist. Mit der Absicht, damit wir alle nicht wild durch den Dschungel leuchten, um uns zu beruhigen. Aber ich will mich nicht beruhigen. Ich will mit euch Sachen entdecken und sehen. Wir haben zumindest mal einen Leguan gesehen. Das war süß. Hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt. Fand ich süß. Weiß nicht, was war. War sehr süß. Der ist eigentlich ganz cool. Das ist eigentlich mein kleiner Freund. Den Namen habe ich noch nicht gegeben. Der läuft hinten auf beiden Beinen. Sieht voll cool aus, wenn er läuft. Und ja, Hochwasser oder Flut war eigentlich schon so hoch, dass wir jetzt nicht mehr in die Mangroven gekommen wären, die auch komplett überflutet werden. Ich würde gerne mal wirklich nachts in die Mangroven gehen. Eine Nacht bleibt uns ja noch. Das muss so gefährlich sein. Da wäre das ein Versuch wert, bei Ebbe nachts in die Mangroven. Ich würde mich so feiern. Bräuchte natürlich eine geile fette Taschenlampe, weil da kann man die Tiere von weiter Entfernung schon sehen oder die Augen leuchten sehen und sich dann langsam anpirschen. So, gut, der hat ja eben, unser Kollege da, die Augen zugehabt, haben wir ihn erst in letzter Sekunde gesehen. Er tut mir ein bisschen leid, ich wollte ihn nicht aufwecken. Ich mag ihn, er ist super. Er ist auch, hat eigentlich gar keine Angst. Also ich wasche mich irgendwo oder tank Wasser und er ist 1,50 Meter neben mir. Er findet mich ganz süß. Ja, okay, der ist halt da und ich finde ihn gut. Oh. So, gutes Nächte. Schöne Nachtwanderung. Schöne Nachtwanderung von Otto. Wir gehen direkt schon wieder zu Knossi. Okay. Oh nein. Wieder Wildschweine? Ich werde jetzt die letzte halbe Kippe. Ah. Zwei Nächte vor Ende. Er hat tatsächlich nur eine halbe geraucht. Mehr rauchen, weil... Das hätte ich nicht gedacht. Überfordert mich gerade alles. Hm. Extrem. Okay. Was ist hier für Sounds überall? Hängematte nass. Kalt ist es auch, muss man auch mal dazu sagen. Hm. Es ist wirklich nicht angenehm heiß hier, wie man es einschätzen mag.
Es ist wirklich so, wo wir zu Hause sagen, 19, 20 Grad, ich ziehe mir ein Jäckchen über. Wirklich wahr. Kommt natürlich auch durch den Wind und sowas. Durch Wind und Nässe halt, ne? Und safe. Ist egal. Das ist die letzte Kippe. Ist mir auch wirklich wurscht. Ja, also, ey, aber das finde ich nicht schlecht. Das ist okay. Das ist völlig fein. Hab sie mir gut eingeteilt. Zwei Nächte vorher geht sie halt drauf. Ja. Ja, wäre auch witzig gewesen, hätte die am ersten Tag alle weggeraucht, ne? Aber das hat er sich aber actually nicht besser eingeteilt, als ich dachte auch. Muss man dazu sagen. Scheiß auf alles. Achtung. Zumindest besser eingeteilt, als ich dachte. Die volle. Ja, komm. Ist ja immer das Gleiche, ihr kennt's ja. Die Frage ist nur, krieg's auf, ne? Krieg's an. Ich muss mit dir jetzt. Es ist sonst too much. Einfach jetzt ist der Moment. Wenn der Moment passt, passt der Moment. Weißt du, was ich meine? Wenn der Moment da ist, ist das der Moment. Das ist der Moment, glaube ich, gerade. Wenn du meinst, das ist jetzt so. Dann ist es so. Jetzt ist es scheinbar so, glaube ich. Ich glaube, jetzt ist es so, können wir festhalten. Kriegt bestimmt nicht hin, ey. Scheiße. Komm. Nichts mehr. Scheiße. Bambus geht nicht mehr. Der Bambu geht nicht mehr. Scheiße, was ist denn jetzt los? Ich war Experte. Ich glaube, sie war wirklich geschaut. Experte. Doch, jetzt hat er es doch. Jetzt hat er es doch. Ja. Knossi kriegt Feuer an wo und wann er will, wie er will. Selbst wenn es nicht läuft vom Anfang an, er kriegt's hin. Feuerprofi. Oh, ich glaube, die Nacht wird hart. Ich glaube, diese Nacht wird brutal. Hat's schon wieder geblitzt? Diese Nacht wird für mich wahrscheinlich die schlimmste. Ich kann es nicht sagen, wie viel ich in den Nächten geschlafen habe, aber es kommt mir immer vor wie 4 Stunden maximal wahrscheinlich. Kurz eingenickt, so. 3-4 Stunden. Der Mund steht so noch an der gleichen Stelle. Ja. Überlegt, viele Sachen durch den Kopf gegangen. Das muss ganz mies sein für den Kopf. Die müssen auch so Kopfschmerzen haben. Schlecht ab. Also bei Seven vs. Wild die letzte Kippe, die falsch abbrennt. Die müssen so Kopfschmerzen haben. Es wäre gut, wenn ich heute nochmal gut Schlaf finde, weil morgen werde ich zu aufgeregt sein zum Schlafen. Ja, safe. Fühle ich. Weil dann ist fertig übermorgen. Ja, das glaube ich. Da brauche ich auch keine Kippe. Holen die mich mit dem Boot, habe ich alles wieder. Ja. Was ich will. Hoffentlich hat es meine Frau geschafft. Das war ja meine Idee. Dafür wurde ich viel abgefeiert. Und da fällt mir ein, ich habe mit Sascha Huber 10.000 Euro gewettet. Das vergisst Wer man. Wer länger drin bleibt. Das vergisst man. Sascha! Sascha, du wirst es doch geschafft haben, oder? Es ist so krass, bis jetzt sind noch ich alle weiß, drin. Moment, wir machen es morgens beim Frühstück. Vielleicht habt ihr das gesehen, in irgendeinem Making-of-Party haben wir uns gefilmt. Außer Sabrina und Nova. Meinte Sascha, schlage ich das vor? Und das hat ihn so beeinflusst. Die haben es gemacht, ja. Er war danach nur noch, scheiße, 10.000 Euro, 10.000 Euro. Ja. Und so, der war auf einmal ganz anderer Kampfgeist. Ich hoffe, es hat ihm geholfen. Noch ist er drin. Fällt mir jetzt erst wieder ein, ey. Es ist so krass. Noch ist er drin. Und wenn wir es beide schaffen, natürlich nichts. Ist ja klar. Ey, ich bin so gespannt, ne, was die anderen auch sagen. Wenn es jetzt alle schaffen, die drin sind, was die dazu sagen, dass Sascha, Knossi und Joris zum Beispiel so weit gekommen sind. Was sagen Otto und Fritz dazu? Ich hab das irgendwie jetzt schon so drin. Dass die so weit gekommen sind. Ganz anders jetzt wahrzunehmen, ne? Ist krass. Sonst im Überfluss 60 Stück, Eikost, dies, Shisha mal gezogen. Alles, brauchst du alles nicht so arg. Aber wer weiß, wenn ich da wieder im Stream bin, wer weiß, wer noch rausfliegt. Schwer. Okay, Ruhe. Aber ich glaube eigentlich, wenn die Leute die Nacht jetzt schaffen, dann geht doch keiner mehr raus. Es sei denn, sie verletzen sich halt wirklich. Dann ist natürlich was anderes, ne? Dann, wegen Kopf geht keiner mehr raus, glaube ich. Ich lege mich jetzt ins nasse Bett. Einfach so, wie ich bin. Gute Nacht, I love you. I love you, Knossi. I love you. Wirklich, vielen lieben Dank für den Support. Wenn er wüsste, wie viel Support er sogar bekommt. Vielen lieben Dank an euch einfach. Er weiß ja nicht mal, wie viel Support er bekommt.
hätte man das ja auch nie erleben können. Er wird so geliebt von uns allen. Vielen lieben Dank einfach. Die Show ist eure Show. Das war ein schöner Satz. Oh nein. Die Wunde. Oh nein. Sieht richtig scheiße aus. Oh nein. Naja, Hauptsache Punkte. Ah, die tut weh. Oh. Also die werden die muss der gleich versorgen, wenn ich ankomme. Lila, blau ist die. Morgen wasche ich die Mütze wieder ab und lass die trocken. Also wenn gutes Wetter ist. Ansonsten nix. Ja gut, so ist gut. Es ist schon, für mich fühlen sich so die Füße sauber an. Viel Sand noch überall, aber Alter, ja, so ist es. Die Wunde sieht echt nicht gut aus. Das ist das Game hier. Bella. So, okay. Die sieht echt nicht gut aus, die Wunde. So, jetzt geht's weiter. Jetzt ausziehen, ihr guckt weg. Ich guck weg. Weggucken. Ich guck weg. Oh, ist die Hängematte nass. Oh, ist das widerlich. Alter, ist das widerlich. Oh, ist das widerlich. Oh, ist das widerlich. Oh, shit. Oh, shit. Jetzt wirklich gute Nacht. Ich sag 10-mal gute Nacht am Abend, ja? Ist okay. Aber jetzt sage ich wirklich gute Nacht. Also, es sei denn irgendwie, keine Ahnung, Krokodil kommt. Oder Schlange oder Vogelspinne. Da will ich mir gar keine Gedanken machen. Gute Nacht. Gute Nacht, Knossi. Ich bin am Ende, echt. Ich bin am Ende. Das glaube ich, Mann. Joris. Kriegen wir eine Nachtwanderung von Joris oder nicht? Ich bin gespannt. Ey, ich wollte eine einzige entspannte Nacht heute. Ich habe kein Auge zubekommen, weil die Wellen heute so laut waren, selbst bei Ebbe. Und jetzt ist die Flut da und guess what? Mein gesamtes Shelter wird die ganze Zeit unterspült. Ja. Das ist so krank. Die Wellen sind noch viel weiter als gestern. Die sind heute echt krass. Ich musste alles ausräumen gerade. Das ist so krank, wirklich. Ich hab keinen Bock, ich hab gar keinen Bock, ich will einfach nur schlafen. Und da sind die ganze Zeit diese Wellen. Oh, ist mehr, ist mehr. Muss das denn sein? Ich glaube ganz stark nicht. So, ich hoffe, der Dryback ist in Sicherheit. Ich check den mal kurz ab. So, was macht man so, wenn das halbe Shelter weggespült wird und man keinen Bock mehr hat zu warten? Richtig, man macht eine kleine Nachtwanderung. Macht er doch noch, okay. Durch den Dschungel. Bisher habe ich leider Licht ist an. Irgendwo irgendwas Spannendes entdeckt. Ist auch ein bisschen dunkel vielleicht, ne? Ja. Auch keine Schlangen. Ich suche schon die ganze Zeit in den Baumwipfeln. Aber durch das, dass hier wenig Echsen gibt und keine Frösche, ist die Chance auf Schlangen relativ gering. Ja, zumindest habe ich noch nichts derartiges gesehen. Vielleicht finde ich da auch noch was. Schlange würde ich auch noch gerne sehen. Wär's. Schlange ist cool. Schlange fände ich cool. So eine schöne Lanzenotter im Bein jetzt zu haben, das wäre es doch. Nee, nicht im Bein, aber ich würde gerne eine Schlange sehen einfach. Weiter in den guten alten Sicherheitsschuhen, ne? Ganz wichtig an der Stelle. Ja. Einfach mal ein bisschen rumgurken, ne? Aufpassen, ist steil und rutschig, aber naja. Ich würde gerne eine Schlange sehen, sag ich wie es ist. Es ist jetzt soweit, ich habe mein Shelter verlassen müssen. Es ist eine fette, fette Welle. Hier ging mein Shelter gekracht. Ich wusste, er wird überspült. Ich wusste es. 15 cm weiter nach hinten gerückt. Währenddessen nicht da drauf lag, also es hat richtig gerüttelt. Krass. Sofort runter, Sachen gepackt, damit nicht alles hier die Flut mitnimmt. Und ja, jetzt bin ich aufgestanden. Jetzt habe ich gesehen, hier wurde alles überschwemmt. Also alles bis darüber, wo ich gesagt habe, wo mein einziger Fluchtort ist, der auch nur ein paar Meter hoch ist. Aber sonst wurde hier alles überschwemmt, alles ist komplett nass, die ganzen Steine. Zum Süßwasser rüber, bis hier hinten, bis ganz rüber, alles ist nass. Da ging die Welle komplett darüber. Aber wo will er jetzt hin? Darüber. Holy fuck! Jetzt stehe ich hier rechts neben meinem Shelter mit meinem Gepäck, das ich fest in der Hand halte. Ja, damit nicht alles verloren geht. Wohin? Und wenn es soweit ist, wenn jetzt noch mehrere fette Wellen kommen, muss ich versuchen, da jetzt rüber zu schwimmen, zum hohen Teil, um zum hohen Teil zu kommen. Keine Ahnung, wieso heute so hardcore hohe Wellen sind. Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle, mein Shelter ist komplett verrückt. Wortwörtlich verrückt. Und ja. Im Worst Case muss ich da jetzt dann rüber schwimmen.
Ich meine, das ist ja wie in einem schlechten Film, oder? Ich habe einfach mein Shelter verloren, beziehungsweise so verloren, dass ich bei hohem Wellengang nicht mehr sicher drin sein kann. Er kann doch jetzt nicht rüberschwimmen. Ja, der Meereswind, der macht das Ganze hier auch nicht leichter. Die Nässe und der Wind sorgen echt für eine extrem kühle Temperatur. Also wenn man da ohne Shelter ist und im freien Wind steht und nass ist, boah, ich muss sagen, mir ist verdammt kalt. Fuck! Ah, ich soll einfach 2-3 Stunden durchkämpfen. Dann kann ich mir das Shelter noch mal anschauen, beziehungsweise ja, der wird so weg sein. Reinlegen, versuchen und schauen, ob es stabil ist. Aber ist natürlich mit einer hohen Gefahr verbunden, dass es einfach nicht mehr stabil ist und dann zusammenbricht. Weil ich mich reinlege. Ja, sein Shelter, habe ich ja gesagt, der wird weggespült, der Mann. Und das wurde er jetzt auch. Fritz. Kleines Update. Wie geht's dir? Schlafen kann ich natürlich mal wieder nicht. Mhm. Und mir ist tatsächlich recht kühl heute. Hm. Es ist immer wieder ordentlich windig. Und dann haben wir noch die ganze Nässe und Restfeuchtigkeit von dem starken Regen heute Vormittag in sich. Also vieles ist tatsächlich getrocknet. Aber so bestimmte Bereiche, ich sag mal so Hosentaschen oder auch der Bund, wo wirklich mehrere Lagen Stoff übereinander hängen, das ist alles noch nass. Und drückt natürlich irgendwie auf den Körper, wird kühl durch den Wind. Und ich bin immer wieder ein bisschen am Frösteln. Oh nee, das ist nicht gut. Was unangenehm ist, eigentlich schlafen lässt. Ja. Hinzu kommt, auch Lungenzug oder so. Der ja null isoliert ist. Ich habe ja nur dieses Netz mir gebaut, was normalerweise, wenn es halt wirklich so heiß ist, sehr, sehr angenehm ist, weil es ja rundum so ein bisschen belüften kann. Aber in so einem Fall wie jetzt, wo ein bisschen kühl ist, ist das halt nicht so geil, weil man schwebt komplett in der Luft, hat keinerlei Isolation und ist ein bisschen den Elementen ausgesetzt. Ja, könnte alles schlimmer sein, aber ist gerade nicht so geil. Könnte auch besser sein. Könnte auch deutlich besser sein, habe ich da mal so rausgehört. Sieht sehr schön aus. Super wunderschöne Aufnahme gerade wieder. Holy shit. Die Sterne auch am Himmel. Wow. Richtig, richtig, richtig schöne Aufnahme. Richtig schöne Aufnahme, muss man sagen. Tag 7, 5 Uhr morgens. Tag 7. Guten Morgen, Freunde. Wir haben Tag 7. Geil. Das ist somit der letzte Tag, der letzte vollwertige Tag, der anbricht. Die letzten 24 Stunden fangen bald an zu ticken. Die letzte Nacht war richtig, richtig beschissen. Ich habe kaum gepennt, ich bin immer wieder aufgewacht und habe wie ein Bescheuerter weiter Schnüre gemacht. Der Mann hat so viele davon. Ich schlafen konnte. Der Mann hat so viele davon. Weil ich zum einen sehr aufgeregt war im Sinne, dass jetzt endlich der letzte Tag anbricht. Ja, glaube ich auch. Richtung Ende geht. Die Aufregung kickt einfach. Weil ich zerstochen bin, mich krank fühle und mein Körper mal wieder ein bisschen, ja, Energie braucht. Zum anderen aber auch, weil ich die ganze Zeit sehr gefroren habe. Durch die Durchnässung vom Regenfall gestern und keiner Sonne, die mehr kam, sind meine Schuhe noch klitschnass, vieles noch nass. Das muss so eklig sein, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Möchte ich mir nicht vorstellen. So, dann seitlich, so. Ja, kam also nicht wirklich zum Schlaf. Es war eine sehr, sehr bescheidene Nacht. Glaube ich, ja. Und ich bin froh, dass jetzt wieder hell ist. Die Nächte hier gehen 12 Stunden, ihr habt es schon gehört. Das ist echt krass, ja. Das ist immer sehr, sehr lang, wenn man sich da durchkämpfen muss, wenn man nicht richtig schlafen kann. Ja, ich bin im Eimer. That's it. Ach ja, Mann. Wir machen jetzt gleich die Challenge auf. Letzte Challenge, ich bin sehr gespannt. Letzte Challenge. Ich bin richtig gespannt und gehypt. So, diesen Moment muss ich noch mit euch teilen. Das Technik-Case habt ihr ja schon oft gesehen. Und hier sind die SD-Karten drin. Ah, cool zu sehen. Von Tag geil zu sehen. Bis 7. Geil zu sehen. Das sieht so geil aus. Holy shit. Nach Kamera A und B. Und hier auf der 6, das ist die gerade in der Kamera drin ist. Ah. Und jetzt werde ich die allerletzte Speicherkarte einlegen. Das sieht richtig cool aus. Geil. Speicherkarte Nummer 7. Geil. Das sieht richtig cool aus. Das ist ein schönes Gefühl. Boah, ich weiß nicht, was heute Morgen los ist. Diese scheiß Stechfliegen sind so enorm.
Wo kommen die alle her? Oh Junge, das sind echt viele. Ich habe richtig penetrieren. Ich habe sie rumfliegen sehen gerade. Holy shit. Am letzten Drücke heute den ganzen Tag. Die haben mich so zer... Die haben mich so trocken. Fritz wird verrückt wieder ein bisschen, glaube ich. Alles voll. Er wird verrückt, aber ich kann es ihm nicht verübeln. Ich kann es dem Mann nicht mehr verübeln, dass er verrückt wird. Ganz ehrlich. Na, es hilft nichts. Es hilft nichts. Ich kann nur so machen. So, dann geht's. Der Mann ist also wirklich crazy. Der ist verrückt geworden, aber ich kann es ihm nicht verübeln. Hier, seht ihr das? Junge, die krabbeln, oh mein Gott, das sind so viele. Die rumlaufen und alle gleichzeitig stechen, das ist wie so ein Ameisenhaufen. Holy shit, Junge, sind das viele. Die schwarzen kleinen Punkte und die krabbeln hier rein und hier drunter und in mein Ohr rein und hier und da hin und in mein Nasenloch und auf die Nasenspitze und hier und dann oben und dann hier hin und in meinen Nacken rein. Das muss ich nicht, es juckt mich überall direkt. Durch meinen Bart durchkrauchen, in meinem Kinn sitzen und dann da rumstechen. Diese Viecher sind so penetrant nervig. Wir sehen den Zerfall eines Menschen. Glaube ich, habe heute Nacht ein bisschen übertrieben mit der Schnurherstellung. Junge, was willst du mit der ganzen Schnur machen? Holy shit. Das war fast ein bisschen meditativ. Ja, das glaube ich. Schön so ein Tau zerknüppern, auseinander machen, aufwickeln. Okay, das glaube ich, ja. Hat viel Zeit gekostet. Und ja, jetzt habe ich die hier. Kann man jetzt Kette nehmen oder so? Weiß ich auch nicht. Hä, ist ein das mega hat irgendwas. Kette. Hat was. Super geil. Das ist meine neue Survival-Kette. Macher. Oh, es juckt mich überall jetzt, ne? Ich sag's wie es ist. Es juckt mich überall jetzt. Also no joke, ich weiß nicht, was hier gerade los ist, aber es nimmt kein Ende. Mein ganzes Gesicht ist nur noch am Kribbeln und zerstochen. Ich kann nicht mehr normal. Bei Fritz ist es am schlimmsten gefühlt auch, ne? Diese Viecher sind überall. Ich werde es jetzt auch in der Schlammpackung probieren. Ja. Bei Fritz ist es wirklich am schlimmsten gerade. Also allgemein. Mit den Krabbelfiechern. Glaube ich noch matschig. Hau dir eine Packung Schlamm ins Gesicht. Ich hoffe, dass es irgendwie ein bisschen hilft. Boah, es juckt mich echt überall. Was ich gemacht habe, hat es irgendwie nur so semi geholfen, glaube ich. Aber ich weiß mir gerade einfach nicht besser zu helfen. Das ist. Es ist gerade richtig krass, als wären die irgendwie. Geschlüpft hätten neu. Die sich gepaart in meinem Blätterdach da und jetzt heute Morgen geschlüpft. Möglich, möglich ist es. Wenn zur Not ist da Wasser, kann ich es wieder abspülen. So, ich habe jetzt nochmal nachgetragen. Eine richtig schöne, dicke, dicke Schicht. Digga, holy shit. Ich hatte das Gefühl, es bringt was. Aber ich bin auch nicht sicher. Es ist auf jeden Fall gerade anders krass gewesen. Aber ist schon besser. Also, er sieht irgendwie süß aus. Ich habe meinen Kopf drumherum. Aber sie finden keine Landefläche, weil sie dann im Moor versinken. Die Frage ist, was passiert, sie wenn das trocknet. Sie finden keine Landefläche, sorry. Umschlag Nummer 7 und damit der... Jetzt bin ich gespannt. ...allerletzte. Ich habe ja coole Challenge-Vorschläge geäußert Challenge. Mit ein Tag länger, was Joris denkt. An raten, wer noch drin ist, wer raus ist. Ich sehe hier einen Kabelbinder und ich sehe eine Blombe. Oh oh. Das gefällt mir gar nicht. Oh oh. Staffel 1 hieß, dass wir müssen noch was abgeben. Mhm. Challenge Tag 7. Outfit des Tages. Wie Gott dich schuf und die Insel dich formte. Oh Tag shit. Tag 7. Oh shit. Outfit des Tages. Wie Gott dich schuf und die Insel dich formte. Lege deine Kleidung ab und ersetze sie. Jedes abgegebene Kleidungsstück gibt einen Punkt. Ein paar Socken zählt dabei als ein Kleidungsstück. Unterwäsche, Unterhose, BH abgeben bringt keine Punkte. Ja, Sie darf also anbehalten werden. Die abgegebene Kleidung muss in den Seesack gepackt werden. Dieser wird im Anschluss verplombt und muss bis zur Abholung versiegelt werden. Ich dachte erst kein Problem. Ersetze die abgegebene Kleidung bestmöglich. Dabei darfst du alles außer deine Kleidung verwenden. Weil Otto läuft eh nackt also rum immer, aber es ist halt super kalt in der Nacht. Wir bekommen pro Kleidungsstück einen Punkt. Weil es ist super kalt in der Nacht. Aber das Ganze erst beim Sonnenuntergang, also tagsüber noch nicht. Es ist halt super kalt in der Nacht. Ich muss mit dieser Kleidung nur durch die Nacht kommen und dann aber nochmal einen halben Tag, wir wurden ungefähr mittags ausgesetzt. Aber es ist halt super kalt in der Nacht, okay, ne? Okay, da habe ich noch ein bisschen Zeit zu überlegen. Aber okay. Ich meine, Knossi hat schon seine Hose. Seine Hose sich gemacht. Unterhose zählt dabei nicht. Die kann anbehalten werden, egal, die geht da nicht mit rein.
Das Ding ist, ich habe heute Nacht gezittert. Ja, und deswegen. Das kann Fritz nicht machen. Ich habe meine komplette Kleidung an. Das kann er ja nicht machen. Ich muss mir genau überlegen, was ich abgebe. Ja. Weil Unterhose würde ich zum Beispiel abgeben. Aber die bringen keine Punkte. Stimmt, ja. Handschuhe kann ich abgeben. Socken könnte ich abgeben. Handschuhe, Socken. Das war's. Mehr würde ich nicht machen. Nicht noch mehr. Mütze könnte ich auf jeden Fall abgeben. Okay, ja. Aber Jacke, Hose und Schuhe. Nee, auf gar keinen Fall. Das wird, glaube ich, nichts. Auf gar keinen Fall. Und jetzt mal ganz ehrlich. Wie zur Hölle soll ich hier meine Kleidung ersetzen? Knossi hat sich so ein Ding gebaut. Oder was? Ja, so Lendenschutz. Also klar, Schuhe könnte man noch ersetzen. Genau, ja. Das würde vielleicht noch gehen. Aber wenn ich Schuhe abgebe oder Socken abgebe, eins von beiden muss ich anlassen, weil sonst kann ich nicht schlafen, nämlich komplett zerstochen und viel ja, Arsch ab. 100%. Naja, ich mache mir mal Gedanken. Da bin ich gespannt, was die anderen abgeben, ob die anderen was abgeben. Könnte mich auch komplett in Schlamm einhüllen. Wäre witzig. Aber dann wie dieses werde ich heute Nacht einen Erfrierungstod sterben. Erdnussbutterbaby, kennt ihr das? Und das will ich nicht. Daran erinnert mich Fritz gerade so ein bisschen. So, dieses Erdnussbutterbaby. So, jetzt bin ich gespannt. Knossi. Guten Morgen! Der Mann aus dem Paradies! Ist nicht klein zu kriegen. Sieben! Der ist nicht klein zu kriegen, der Mann. Oh, Schubidu! Ich wär so gern wie du. Er freut sich so. Wie du. Stehen wie du. Oh, you. Er freut sich so. Ich bin da. Ich bin noch da. Und Digga, ich bin so stolz. Auch heute und morgen noch mal. Ich bin so stolz auf Knossi. Sämtliche Unfälle vermeiden, die man vermeiden kann. Ich bin so stolz auf ihn. Hallo, Babygirl. Hast du aufgepasst? Digga. Auf unseren Baum? Ja, ha, wunderbar. Mach mal dein Händchen weg. Ich bin so stolz auf den Mann. Aber hier auch mal. Genauso auf Sascha auch. Den sechsten Strich machen. Aber das ist schon krass. Sechs Nächte sind wir tatsächlich. Das ist schon richtig krass. Haben wir hier schon geschlafen. Holy shit. Sechs ganze Nächte. Das glaubt dir doch keine Sau. Ich bin so stolz, Mann. Nur noch eine Nacht! Knossi wird das zu Ende machen, sag ich. Guten Morgen. Wenn er sich nicht ganz doll verletzt. Ich laufe am Beach einfach auf und ab. Wenn er sich nicht. Ich weiß selbst nicht warum. Ich laufe auf und ab und gucke mir meine Spuren an. Aber es ist irgendwie schön, es ist beruhigend. Oh, es freut mich. Und ich denke gerade so drüber nach. Manchmal weiß ich gar nicht, was ich alles euch schon in der Kamera erzählt habe. Ach, Knossi, was ich Mann. Nur gedacht habe. Das glaube ich. Weil man denkt auch so viel und man weiß am Ende gar nicht mehr. Ich weiß jetzt der zum Kopf Beispiel geht kaputt. Nicht, was ich gestern in eine Kamera gesprochen habe. Das glaube ich. Was ich nur für mich gedacht habe. Es wird also auch für mich eine Überraschung, das jetzt nochmal zu sehen, auf so. YouTube zu sehen. Ja. Echt krass. Oh Mann, es ist so schön, dass heute nochmal gutes Wetter ist. Die Sonne kommt raus. Da bin ich so dankbar. Da bin ich so dankbar. Das ist so gut für die Psyche. Ich kann euch eins sagen, wirklich. Oh Mann, ich bin hier komplett an meine Grenzen gegangen. Das haben wir so gesehen. Komplett. Haben wir gemerkt. Ich habe hier... Ich bin hier über mich hinausgewachsen. Ja. Ehrlich. Ich dachte hier, diese Dinge sind alle nicht möglich, aber... Wenn du wirklich willst, ist das alles möglich. Ich habe so Respekt, ne? Oh, ich glaube, große Abschiedsrede. Muss ich mir Gedanken machen, was ich... Muss mir erstmal Gedanken machen, was ich alles so gefühlt habe. Was ich empfinde. Und dann werde ich euch das sagen, also... Ich bin so stolz einfach auf Knossi. 24 Stunden noch. Ich möchte jetzt einfach... Es kann jetzt zu Ende sein. So schön es auch ist, ich will krass. Jetzt hier weg. Wenn Knossi, ich sag, wenn sich nicht irgendjemand jetzt noch doll verletzt, oh, ich freue mich so total. Dann werden diese fünf Leute das zu Ende machen. Ich freue mich so total, wieder jemanden zu riechen, meine Freundin zu riechen. Oh, ich freue mich so total. Eine Woche auf so einer Insel, eine Woche ist nicht lang, aber eine Woche auf einer Insel, ganz alleine, ist ziemlich lang. Oh. Ich habe gar nicht das Gefühl, dass das eine Woche ist. Ich möchte einfach meine Freundin kuscheln. Oh, Knossi, Junge. Ich möchte einfach kuscheln. Oh. Oh. Oh, sehr emotionale Folge. Oh, es ist... Oh! Das war im Intro noch eine Szene. Noch einmal, bitte gutes Wetter. Noch einmal den Tag hier. Noch eine Nacht. Und glaub mir, im Morgengrauen packe ich mein Zeug. Ey, ich werde dich nie vergessen, diese Insel. Ich werde dich nie vergessen.
Der zieht so durch, der Mann, ne? Und ungelogen das Härteste, was ich je gemacht habe. Es gab nie was Härteres. Das haben wir gesehen. Viele verrückte Dinge in meinem Leben gemacht. Der Fuß, der Zahn, der Kopf. Viele verrückte Dinge habe ich gemacht. Ja. Und die bei den anderen schon sagen, das ist unmachbar, das ist unmöglich. Und Respekt, Respekt, aber nee. Das hier. Das haben wir gesehen, hautnah waren wir dabei. Das Härteste. Ja. Wirklich. Und jemand wie ich, bei dem alle denken, ah ja, komm. Der lebt im Luxus, der hat immer esst und trinkt und raucht. Hätte keiner gedacht. Ich bin einer von euch, wirklich. Oder die wenigsten, sage ich, die wenigsten. Ich bin einer von euch. Ich habe nie wirklich viel von mir gehalten. Immer noch nicht. Das, glaube ich, macht auch meinen Erfolg aus. Weil ich einfach normal bin. Ich liebe diese Ansprache gerade. Es ist so angenehm. Einfach ein normaler Typ bin ich. Ja, das merkt man aber. Ich bin niemand, der irgendwie abgehoben, respektlos, null. Von oben herab. Ich bin das alles nicht. Ich habe Empathie jedem gegenüber. Die Leute das immer auch, oft sind das Vorurteile gegenüber, aber jedem Künstler machen sie das. Aber ich bin das nicht. Wer hätte gedacht, dass Knossi so weit kommt einfach? Und deswegen habe ich das hier auch gepackt, weil ich so nicht bin. Das macht mich so happy. Für mich war das hier, ihr müsst euch vorstellen, ein Stopp aus einem Leben, in dem ich selbst auch überhaupt manchmal nicht mehr klargekommen bin. Also, ja. Du musst dir vorstellen, ich kenne Hotelzimmer, wie sie aussehen, ich weiß aber nicht mehr, wo sie waren. Ich weiß Momente in Flugzeugen, weiß aber nicht, wohin ich geflogen bin. Boah, das ist richtig. Und das war die letzten Jahre immer so. Holy shit. Und das war für mich hier der komplette so zum Breakdown. Runterkommen, grounden einmal. Einmal raus aus allem. Voll. Kein Handy, kein nichts. Und das war wunderschön. Das war echt schön. Es war auch ein bisschen so, wie wenn das mein Körper gebraucht hat. Wie wenn ich das echt gewollt habe. Wie wenn ich das gebraucht habe. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, Action. Das Handy habe ich überhaupt nicht. Das war richtig wichtig für Knossi, glaube ich. Wenn ich das Handy anmache morgen und da kommt hier, da und Termin, dann können mich alle am Arsch lecken. Glaub es mir. Es ist mir scheißegal. Denn ey, ich habe hier gemerkt, dass das Wichtigste ist auch, Zeit für sich zu haben. Zum Reflektieren. Ja. Was macht man da überhaupt? Und die Zeit habe ich hier gefunden. Das freut mich voll, dass das so, einfach hier so einen positiven Einfluss hatte auf ihn allgemein. Oh. Bis auf Fuß- und Zahnschmerzen jetzt natürlich. Jetzt habe ich Hals wie vom Reden. Boah. Oh. Aber so schön, dass ich mir das mal... Was eine schöne Folge, was ein schönes Ende. ...vom Leib reden konnte. Was ein schönes Ende. Wow. Boah. Was eine wunderschöne Folge. Holy shit, Mann. Holy shit, können wir darüber reden? Der siebte Tag hat angefangen. Fünf sind noch drin. Fünf Kandidaten sind noch drin. Wie ist das möglich? Holy shit, Sabrina ist raus, Nova ist raus, alle anderen drin. Und ich sage, wenn sich heute an diesem Tag und in der Nacht keiner wirklich ernsthaft verletzt, ja, wirklich ernsthaft verletzt, bleiben alle drin. Es bleiben alle drin. Da muss schon was Krasses passieren, wie große Schnittwunde, keine Ahnung, vergiftet, wie auch immer. Oder was ganz Großes muss passieren, ja. Weil ich glaube, jetzt ist der Ehrgeiz bei allen so groß, ganz durchzuziehen. Und jetzt würde ich denen so gönnen, dass alle durchkommen. Ich bin also alle halt, die jetzt noch drin sind. Ich bin super, super, super gespannt. Ich habe so Respekt vor Knossi die letzten 4-5 Minuten gerade mit seiner Ansprache. Man hat gemerkt, das war ehrlich, es war emotional. Und man hat gemerkt auch, dass es für ihn wirklich ihn weitergebracht hat und wichtig für ihn war, kurz mal so Abstand zu nehmen aus seinem Leben und dann, ja, es hört sich dumm an, wenn man sagt, Energie zu tanken, aber mental irgendwie das alles einzuordnen, was er gerade so macht. Vor Otto war es Urlaub, das haben wir gesehen. Ich bin sehr gespannt, ich kann gar nicht einschätzen, wer bei dieser Challenge jetzt noch krass mitmachen wird, weil alle, glaube ich, gefroren haben. Für alle ist es kalt. Ich denke, die meisten werden Socken und Kopfbedeckung abgeben. Und wer noch mehr abgibt, das wird sich dann zeigen. Aber ich fand es super, super interessant, bis jetzt zu sehen. Und ich denke, es werden alle fünf, die jetzt noch drin sind, durchkommen. Weil ich glaube, es sind auch heute wirklich am letzten Tag alle besonders vorsichtig, dass nichts schief geht, damit sie eben durchkommen. Aber wir werden sehen. Ich freue mich sehr drauf. Wir werden morgen direkt die nächste Folge uns ansehen, Folge 15. Und auch natürlich davor erstmal das neue Behind the Scenes. Ich freue mich drauf, habt einen wunderschönen Tag, bleibt fresh und gut aussehen wie immer und ciao.